Ich darf Klaus Heinrich, Gesine Schwan, Sausan Şibli und Tuba Arıkan auf die Bühne bitten und freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich glaube, wir können die Mikrofone jetzt hier rausnehmen. Nehmen Sie die ruhig aus der Halterung. Wenn technische Hilfe dabei erforderlich ist, dann haben wir hier genug Assistenz. Sicherlich in der Nähe. Ja, nehmen Sie die Mikrofone bitte in die Hand. Ja, meine Damen und Herren, uns erwartet ein ganz besonderes und bestimmt sehr spannendes Zeitzeugengespräch über die Freie Universität. Ich hoffe, Sie haben noch Geduld, auch wenn wir etwas über die Zeit sind. Die vier Gäste auf dem Podium werde ich Ihnen sogleich vorstellen. Bei aller Verschiedenheit verbindet uns alle auf diesem Podium die Freie Universität. Und übrigens, nur eine Person hier oben ist nicht in Berlin geboren. Und das ist der Moderator. Ich bitte vielmals um Verzeihung für diesen Fauxpas. Wenn Sie... Stimmt doch, oder? Wenn Sie so wollen, repräsentieren diese vier die verschiedenen Zeitschichten aus 70 Jahren freier Universität, die von mir eben skizzierten Knotenpunkte ihrer Entwicklung. Aber natürlich sprechen sie alle für sich selber, denn die Knotenpunkte und Wegmarken dieser Universität wurden von Menschen und werden von Menschen wie Ihnen gestaltet und erfahren. Klaus Heinrich gehört mit Karol Kubicki zu den Gründungsstudenten der Freien Universität von 1948 und zu den prägenden intellektuellen Köpfen dieser Universität über viele Jahrzehnte. Nach Kriegsende studierte er fast alle Fächer im geistes- und sozialwissenschaftlichen Spektrum, einschließlich der Rechtswissenschaft an der Berliner Universität, also unter den Linden, wo er wie viele seiner Kommilitonen und wie nicht wenige Jüngere, die schon im Nationalsozialismus unbequem waren, politisch aneckte. Also zog er nach Dahlem, promovierte hier 1952, nachdem er die Universität gegründet hatte, habilitierte sich 1964 mit dem Versuch, über die Schwierigkeit Nein zu sagen. Als Professor für Religionswissenschaft lockte er bis zu seiner Emeritierung 1995 ein buntes und unkonventionelles studentisches Publikum in seine später unter diesem Titel publizierten Dahlemmer Vorlesungen. Er ist immer ein unbequemer Freigeist geblieben. Herzlich willkommen, Klaus Heinrich. Gesine Schwan muss man an der Freien Universität eigentlich genauso wenig vorstellen wie Klaus Heinrich. 16 Jahre jünger als dieser kommt auch sie aus einem Elternhaus, das im Dritten Reich aneckte und Widerstand leistete. Seit 1962 studierte sie an der Freien Universität, dann auch in Freiburg, Warschau und Krakau. Denn das Interesse an Polen, an unserem Nachbarland Polen, durchzieht ihr Leben seit frühen Jahren. Es fand besonderen Ausdruck in ihrer Dissertation über Leszek Kołakowski, oder später an ihrer Präsidentschaft der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Seit 1977 lehrte sie als Professorin am Otto-Suhr-Institut. Aber die Politik blieb für Gesine Schwan nie Wissenschaft, sondern war immer auch Praxis. Zweimal kandidierte sie für das Amt der Bundespräsidentin. Sie stritt in der SPD für die Partei und immer wieder auch mit dieser und tut das bis heute. Herzlich willkommen, Gesine Schwan. Unmittelbar zu meiner Rechten, Sausan Şibli ist wiederum 25 Jahre jünger als Gesine Schwan. Ihre Familie, ich verrate nicht die absoluten Zahlen, ne? Ihre Familie war 1970 aus dem Libanon nach West-Berlin gekommen, wo Şibli in Moabit aufwuchs. Nach dem Abitur studierte sie, wo wohl, an der Freien Universität, am Otto-Suhr-Institut, und auch sie engagierte sich früh politisch.
Sie fiel mit ihrer Begabung auf, kam in die Berliner Senatsverwaltung und wurde dort 2010 Grundsatzreferentin für multikulturelle Angelegenheiten. Viel wurde darüber geschrieben, dass sie praktizierende Muslima ist, auch als sie 2014 ins Auswärtige Amt wechselte. In den Debatten über den Islam in Deutschland ist sie eine wichtige Stimme, ansonsten zählt der Erfolg. Inzwischen ist Frau Schäbli Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für internationales und bürgerschaftliches Engagement. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau Schäbli. Und last not least, Tuba Arekan ist noch einmal 11 Jahre jünger und nicht weniger als 62 Jahre trennen sie von Klaus Heinrich. Aber auch für Frau Arekan gilt, geboren in Berlin, studiert an der Freien Universität. Sie ist in Kreuzberg und Schöneberg aufgewachsen und hat sich früh und in beeindruckend vielfältiger Weise ehrenamtlich und zivilgesellschaftlich engagiert. Von einem freiwilligen sozialen Jahr am Kinder- und Jugendzentrum in Kreuzberg, über die Mitarbeit im Jüdischen Museum, bis zu ihrer derzeitigen Arbeit als studentische Hilfskraft in einem Digitalisierungsprojekt der Versöhnungsgemeinde und der Stiftung Berliner Mauer. Außerdem studiert sie nach einem Bachelorabschluss in Potsdam an der Freien Universität, den Masterstudiengang Public History. Herzlich willkommen, Frau Arekan. Ja, jetzt sind Sie natürlich dran und was mich interessieren würde zum Einstieg in unser Gespräch ist natürlich, wie Sie in Ihren ersten Begegnungen die Freie Universität erlebt haben. Und ich würde zuerst gerne Herrn Heinrich ansprechen. Da liegt es natürlich nahe, dass er möglicherweise auf das Jahr 1948 reflektiert. Aber wer weiß, wenn ich Sie jetzt frage, Herr Heinrich, was war so ein erster eindrücklicher Moment an dieser Freien Universität? Welches Bild, welches Ereignis steht Ihnen dann vor Augen? Nun ja, ich habe sie in sehr embryonalem Zustand kennengelernt. Sie war noch lange nicht zur Welt gekommen und wir wussten nicht, ob wir ihr zur Geburt verhelfen könnten. Und wenn die Geburt klappt, ob es dann am Leben bleibt, das Kind. Das war restlos ungewiss. Im Hintergrund stand unsere Vorstellung, ich sage es einmal mit einem einzigen Wort, von einer Wiedergeburt. Wir hatten 1945 diejenigen, die dem Gründungsausschuss angehörten, allesamt als einen neuen Beginn der Zeit erlebt. Ich habe noch in den 70er, 80er Jahren in Vorlesungen gesagt, dass die Zeit bis 1945 für mich so lang ist wie die Zeit von 1945 bis jetzt, wo ich diese Vorlesung halte. Es war für viele von uns ein Wunder, dass wir die Zeit vorher überlebt haben. Sie arbeitete weiter. Der Anfang der Lindenuniversität, so nannten wir sie, die heute Humboldt-Universität genannt wird und die vorher Friedrich-Wilhelm-Universität war. Der Anfang der Lindenuniversität war für uns ein Freiheitsrausch. Anders kann man es nicht sagen. Wir waren ja nicht viele, kannten uns praktisch alle. Es waren nur solche am Anfang aufgenommen worden, die vorher irgendeine Art von Verfolgung oder Widerstand oder was weiß ich erfahren hatten. Es war ein Neubeginn in einer Kolonialstadt, plötzlich der Geist, etwas, was wir sein durften. Ich möchte an dieser Stelle herzlich danken noch einmal für den Vortrag vorhin von Frau Hertha Müller. Sehr, sehr schönen Dank. Ja. Ich muss leider noch ein paar Worte sagen. Wir standen also auf dem Hof der Universität, ist immer noch die Lindenuniversität, und diskutierten, wie eine bessere, freiere Welt auszusehen habe. Und sie war es für
uns, dass wir dort so stehen konnten. Und wir waren gleichberechtigt mit den wenigen Lehrkräften, die es da gab. Sie waren zum Teil bei uns gerade in der philosophischen Fakultät und in der juristischen zum Teil über 80 Jahre alt. Sie waren zum Teil wiedergekommen, ganz jung. Es war eigentlich ein idealer Anfang und er hätte kein Ende nehmen dürfen, aber er nahm ein Ende. Und das lag nicht zuletzt daran, dass wir ja uns auseinandersetzten mit den großen kollektiven Selbstzerstörungsunternehmungen unserer Gesellschaft. Die Kriege vorher unbegreiflich, nicht reduzierbar auf die Menschen, die dort waren und umgekommen sind, sondern plötzlich eine ganze lange Entwicklungsgeschichte der Gattung hindurch, immer wieder Selbstzerstörung. Ein ganz, ganz dünner Firnis von Zivilisation darüber. Das war eigentlich das Grundthema Selbstzerstörung. Wie kann ich dem begegnen? Alle Zerstörung ist ja ein Versuch, die Selbstzerstörung weiter voranzutreiben. Alles, was dort geschieht. Herr Heinrich, und dann kam die. Wir müssen ein bisschen in der Runde auch fortschreiten, ja? Ja. Und dann kam die. Kürzer, schneller. Ja, und dann kam die schreckliche Einsicht, dass wir in einem Konflikt standen, in dem wir viele hatten, die uns unterstützten, aber andere, die uns umbringen wollten. Der Gründungsausschuss, der im Winter 45/46 entstand, war im Ganzen 16 Personen. Jetzt leben davon nur noch Carol und ich. Ich möchte dich auch noch einmal herzlich grüßen, Carol. Herr Heinrich, wir müssen in der Runde ein bisschen fortschreiten, aber ich verspreche Ihnen, wir machen noch mal eine Veranstaltung, wo nur wir beide uns vielleicht über die Gründung der Freien Universität unterhalten. Das hatten wir ja sowieso schon mal vor. Und jetzt brauche ich nur noch dies zu sagen, davon dann höre ich bestimmt sofort auf. Also, wir hätten niemals unser Ziel durchgesetzt ohne Ernst Reuter, denn er hat die anfangs ablehnenden Amerikaner überreden können, den großartigen Hawley, Lucius D. Clay, und wir hätten hier dieses auch nicht erlebt. Ich muss immer daran denken, aber das ist jetzt, führt zu lang ab, muss immer daran denken, was das für eine unglaubliche Geschichte war, als ich am 24. Juli 1952 hier von, wie hieß er, Henry Ford III. Überreicht bekam ein massives, großes Gerät, einen Schlüssel. Ich war der jüngste Anwesende in Berlin, Vertreter des AStA und des Gründungsausschusses ohnehin, und ein Schlüssel und ein symbolisches, mächtiges Schloss hing davor und ich durfte den Schlüssel da einmal rumdrehen. Reingehen konnten wir noch nicht, war alles noch nicht fertig, aber der Moment war einschneidend. So, wunderbar. Ja, jetzt kommt die jüngere Generation auch mal zu Wort. Frau Schwan, wie war das
Bei Ihnen 1962, da war die Freie Universität ja schon halbwegs konsolidiert. Andererseits lag da schon so ein Hauch auch von Protest und Aufbegehren in der Luft. Aber ich will gar nicht Ihren Bildern der Begegnung, der Erstbegegnung mit der Freien Universität vorgreifen. Woran denken Sie? Naja, ich habe mir, da ich mich brav vorbereite und Sie gesagt haben, was Sie mich als erstes fragen würden, wie wir uns alle, habe ich mir überlegt, wann war ich denn das erste Mal hier? Das habe ich mir überlegt und es war, glaube ich, im Jahre 1956, also deutlich vor meinem Studium. Da gab es hier am 20. Juli eine Veranstaltung zur Erinnerung an den 20. Juli und es wurde ein polnischer Film gezeigt, Die letzte Etappe. Es war ein Spielfilm über Auschwitz von Jakubowska, der Regisseurin, die auch selbst in Auschwitz gewesen war. Und das Audimax war voll mit vielen jungen und auch älteren Menschen. Das war mein erster Eindruck der Freien Universität. Angefangen zu studieren habe ich erst viel später. Es gab dann, kurz nachdem ich angefangen habe, 1962, eine Veranstaltung, auch im Auditorium Maximum, die ich unbedingt miterleben wollte. Adorno hatte sich angekündigt und es ging um die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und ich saß da oben irgendwo, Audimax war auch voll und die Rede ging immer um Vermittlung und Aufheben und Bewahren und um Hegel. Und ich dachte immer, wann kommt er denn eigentlich auf die Aufarbeitung der Vergangenheit? Er kam aber nie auf die Aufarbeitung der Vergangenheit, weil ich mich geirrt hatte. Den Vortrag hat er erst am Abend gehalten. Am Nachmittag hat er hier eine Vorlesung über Hegel gehalten, von der ich kein Wort verstanden habe. Und als ich schließlich resigniert habe, weil ich dachte, ich werde es auch nicht mehr verstehen. Also zuerst habe ich natürlich gedacht, ich könnte es verstehen, aber davon war keine Rede, mein erstes Semester. Habe ich angefangen, die Menschen zu studieren, weil ich wollte ja irgendwie auch was draus machen aus diesen 2 Stunden. Und das war, habe ich noch in wunderbarster Erinnerung. Also wie gesagt, ich saß da oben und vor mir saßen Studenten, Studentinnen. Und einer kam, wenn das jetzt politisch korrekt ist oder inkorrekt, das zu sagen, offensichtlich aus Afrika. Es war damals noch nicht üblich, dass wir sie hier sehen. Und dann gab es ein paar andere und die unterhielten sich alle. Ich hatte also den Eindruck, die Aufmerksamkeit für Adorno war begrenzt. Und sie haben so unähnlich wie ich fast nichts verstanden. Aber dann konnte man das vielleicht am Abend nachholen. Aber das war so für mich eine beeindruckende Sache, dass ich dachte, ja, da gibt es so 2 Stunden, wo du kein Wort verstehst, obwohl du die Sprache kennst. Und später konnte man dann vielleicht ein bisschen mehr verstehen über Hegel, aber da musste man vorher bei Weisschädel über Hegel gelernt haben. Ja, vielen Dank. Ja, da liegt es fast nahe, Sie zu fragen, Frau Schäbli, ob Ihnen das auch mal so ergangen ist. Aber es war ja auch wiederum eine ganz andere Zeit. Ich glaube, Sie haben 1999 Abitur gemacht und sind dann an die Freie Universität zum Studium gekommen. Haben Sie die auch vorher schon gesehen, vorher kennengelernt oder was ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Also ich habe im Oktober 1999 hier angefangen zu studieren. Ich hatte mich für 2 Studienfächer eingetragen, für Medizin und für Politik. Habe auch beide Zusagen bekommen, weil ich ein ganz vernünftiges Abitur hatte und habe mich dann, ich glaube, so 2 Wochen vor Beginn doch für Politikwissenschaften entschieden. Und ich kann mich auch erinnern, dass mein erstes Seminar, was ich hatte, ich glaube, politische Theorie oder so war. Und ich habe, glaube ich, auch nur 10% verstanden. Also mir ging es da auch 1999 ähnlich. Und vor allem, ich habe Politikwissenschaften studiert, weil ich dachte, also ich habe ja palästinensische Wurzeln und ich dachte, wenn ich jetzt Politik studiere und fertig werde, dann helfe ich irgendwann, wenn ein palästinensischer Staat entsteht, im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung ausverhandelt, dann helfe ich, diesen Staat mit aufzubauen. Und deswegen habe ich Politik studiert und ging da in das Theorieseminar und dachte, ach du liebe Zeit, so richtig viel hat das mit meinem Palästina und der Staatsgründung nicht zu tun. Und das war so die erste Irritation und weil ich dann später hatte ich aber Fokus internationale Beziehungen, es wurde ein bisschen besser, aber ich habe das dann auch irgendwann aufgegeben, daran zu glauben, dass ich diejenige sein werde, die helfen wird, den Staat mit aufzubauen. Es wurde immer unrealistischer,
so politisch betrachtet und leider heute ja auch noch sehr weit weg davon. Und das Zweite, woran ich mich noch ganz gut erinnere, es waren kaum Berliner da. Also ich glaube, ich meinte, ich war irgendwie eine der wenigen Berlinerinnen zu der Zeit, was total irritierend war, weil ich dachte, ich hatte so meine Heimat, die Schule verloren, das war so, da kennst du jeden und irgendwie in Berlin hast du mal einen Freundeskreis und dann gehst du an die Uni und kennst plötzlich gar keinen und vor allem kommt keiner aus deiner Stadt. Und ich dachte, das war so ein bisschen... Wo kamen denn alle her? Na, aus ganz Deutschland, aber nicht aus Berlin und vor allem war das wenig international und es waren echt wenig Migranten. Ich hatte das Gefühl, ich war so mit einer der... Also ich war in dem Seminar, sah ich jedenfalls die Einzige, die nicht deutsch aussah zumindest. Also... Ich bin dann nach Hause gegangen und dachte, ich hoffe, ich halte das 4 Jahre aus. Ich habe es ausgehalten. Zum Glück haben Sie es ausgehalten, ja. Das mit dem Unverständnis. Das mit dem Unverständnis im Theorieseminar oder bei Adorno finde ich da auch ganz interessant und wichtig, vielleicht in Erinnerung zu behalten. Wir betonen ja jetzt so oft, dass Wissenschaft über Wahrheit ist statt Fake News, die glatte Wahrheit. Aber Wissenschaft ist auch erstmal über Nichtverstehen und die Auseinandersetzung mit dem Nichtverstehen. Das haben Sie beide, glaube ich, auch sehr deutlich gesagt. Frau Arikan, wie ist das bei Ihnen gewesen? Sie sind die Jüngste hier in der Runde. Wie haben Sie die Freie Universität eigentlich kennengelernt? Wie ist sie Ihnen begegnet, auch als Berlinerin, die Sie ja auch sind? Also es war tatsächlich ein Ort, der sehr schwer zu erreichen war als Berlinerin. Ich habe, also nicht nur, weil es in Dahlem liegt. Ich habe tatsächlich das erste Mal von der FU gehört, als meine Schwester hier ein Studium begonnen hat. Da war ich gerade ganz frisch an die Oberschule gekommen. Und da ich immer schon meiner Schwester nachgeeifert habe, war es dann für mich klar, okay, irgendwann will ich auch mein Abitur machen und dann an die FU gehen. Allerdings habe ich jetzt im Gegensatz zu Frau Schäbli kein vernünftiges Abitur gemacht und deswegen hat es im ersten Anlauf nicht geklappt, aber glücklicherweise im zweiten Anlauf und jetzt bin ich super glücklich, dass ich es doch geschafft habe und hier sein darf. Die Freie Universität ist ja jetzt schon häufiger auch als eine politische Universität, auch heute apostrophiert, in Erinnerung gebracht worden. Noch nicht gesagt worden ist, dass eine der Teilnehmerinnen auf dem Podium, Gesine Schwan, aber manche werden sich sicher erinnern, vor 30 Jahren hier zum 40. Gründungsjubiläum der Freien Universität den Festvortrag gehalten hat, unter dem Titel »Vom politischen Beruf der Universität«. Worin besteht dieser? Sie, Frau Schwan, sagten, im Beitrag zur Selbstaufklärung der Gesellschaft. Gilt das immer noch oder vielleicht in besonderer Weise für die Freie Universität, ohne den Vortrag jetzt noch einmal zu rekapitulieren? Wie würden Sie diese Frage heute knapp beantworten? Ja, ich stehe zu dieser Aussage und bin auch in meiner Erkenntnis nicht weitergekommen als damals. Es war ja 20 Jahre nach 68, das ist nun schon wieder 30 Jahre her, also wenn man älter wird, merkt man, wie die Zeit vergeht. Und mir lag damals daran, den Unterschied zu machen zwischen dem, was man allgemein bedauert hatte, nämlich der Politisierung, einer falschen Politisierung der Universität, weil dann nicht mehr freie, offene Wissenschaft hat gemacht werden können, so war der Vorwurf. Und es war ja auch wirklich nicht immer einfach, Argumente auszutauschen und es ohne auch Wegbrüllen zu tun. Also hier in dem Audi Max ging es sehr anders zu als jetzt hier. Also so eine angstfreie Versammlung war 68 in dem Audi Max nicht möglich, sondern da hatte der Rektor immer Angst, ob er nicht die Polizei rufen muss. Also es war alles anders. Ich wollte den Unterschied versuchen zu machen zwischen eben einer schlechten Politisierung im Sinne dessen, dass es wirklich keine offene und tolerante Auseinandersetzung gab und der notwendigen politischen Dimension von allen Universitäten, weil Universität in meiner Sicht immer de facto politische Aufgaben hatte, in einem breiteren Sinne, nicht der schlechten Politisierung, aber eben der Zuordnung zum Gemeinwohl, Freiheit, Gerechtigkeit und was war das auch noch? Wahrheit, natürlich Wahrheit, ist ja klar. Also, dass das ja was mit der Politik und der Polis und dem Gemeinsinn zu tun hat, ist ja ganz klar. Und das war halt der Versuch und
wenn man was aufschreibt, muss man sich ja selbst vorher auch Klarheit verschaffen, das ist ja immer ganz günstig, so dass ich dann schon mich sehr gewandt hatte, früher schon, gegen den Anspruch, den manche Universitäten haben und viele damals auch 68 hatten, dass sie nämlich die Gesellschaft als Akkusativobjekt aufklären müssten. Das war schon ein ziemlich hochnäsiger Anspruch. Aber dass man zur Selbstaufklärung der Gesellschaft beitragen könne, das ist ja vorsichtig formuliert, wobei das Subjekt der Gesellschaft sich selbst aufklärt, aber wir ja in dieser Umgebung als Studierende und dann natürlich auch als Lehrende sehr viel mehr Zeit hatten, trotz aller Belastungen, über die wir geklagt haben, was Gremienarbeit und so weiter angeht, sehr viel mehr Zeit hatten, nachzudenken über Begründung, über Legitimation von Dingen und so weiter. Das war klar. Und das ist dann, finde ich, auch ein Beitrag, den wir der Gesellschaft schulden, wenn wir den Luxus einer größeren Zeit haben, uns damit zu befassen. Das finde ich noch heute. Ja. Frau Schäbli, wie sehen Sie das? Sie haben ja vorhin gesagt, mit starkem politischem Interesse sind Sie auch hierher gekommen, auch lebensgeschichtlich motiviert. Dann wurde manches davon enttäuscht. Was ist für Sie jetzt auch, zumal auch nach dem Wechsel in die Politik, was ist für Sie auch aus dieser Perspektive und aus Ihren damaligen Erfahrungen der politische Auftrag, das politische Mandat einer Universität, der Freien Universität? Gibt es sowas? Sehen Sie das ähnlich wie Frau Schwan? Ja, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich das Gefühl, wurde die Uni immer poscher. Also sie wurde immer weniger politisch. Poscher, sagten Sie. Poscher, ja, sie wurde immer schicker. Es wurde immer weniger politisch schon. Und das hat mich eigentlich, weil ich ja so viel gelesen hatte über 68 und all das, was davor passierte. Und ich war das erste Jahr und die anderthalb Jahre, ich habe wirklich immer mit mir gehadert und wollte abbrechen. Also ich war immer kurz drauf und dran abzubrechen und dann doch Medizin zu studieren, bis ich dann ein Seminar besuchte bei Professor Friedemann Büttner. Das war der Leiter der Arbeitsstelle Politik des Vorderen Orients. Und ich allen Mut gefasst hatte, zu ihm zu gehen und zu sagen, kann ich bei Ihnen arbeiten als Studentin, weil ich sozusagen in ihm die einzige Möglichkeit sah, die Themen dann zu bearbeiten, die mich interessierten, und zwar der Nahe Osten, die islamische Welt und alles, was damit zu tun hatte. Und er hat sofort gesagt, ja, ich soll morgen anfangen, weil damals ja lauter Stellen gestrichen wurden. Und ich wurde dann mit drei weiteren Studenten, haben wir die ganze Arbeitsstelle geleitet, was natürlich schön war. Das war hochpolitisch, der ganze Betrieb. Dann kam 9/11 und wir wurden die Presseschaltstelle der Freien Universität für alle Fragen rund um das Thema islamische Welt, Nahe Osten, Integration. Und ich war plötzlich so nah dran an der Politik damals schon. 2001, was ich mir so die ersten anderthalb Jahre nicht erträumt hätte. Und ich glaube, das war meine Rettung. Also wenn ich ihn nicht getroffen hätte und nicht den Mut gefasst hätte, diesen Professor anzusprechen und zu sagen, ich will irgendwie bei Ihnen arbeiten, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut geendet mit mir und der Freien Universität. Also sprecht eure Professorinnen und Professoren an, kann man nur sagen. Ja. Frau Arikan, ich habe Sie gerade schon heftig nicken sehen, auch bei der etwas skeptischen Einstiegsdiagnose von Frau Schäbli. Geht es Ihnen auch als politisch engagierte Menschen oder ging es Ihnen so ähnlich, dass Sie auch dachten, ich komme an diese Universität und da erwarte ich mehr? Und sind Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen oder vielleicht auch die Profs, sind die immer noch so posch oder wie sehen Sie das? Wie sind Ihre Erwartungen da? Ich fange erstmal vielleicht so an. Also ich habe definitiv politische Ambitionen, habe auch Konflikte, die ich sehe, über die ich nachdenke. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann schlussendlich für das Studium der Geschichte und der Politikwissenschaft entschieden habe. Aber mir war es schon bewusst, dass die Universität ein Ort ist, wo man diese Fragen ergründet und wo man versucht, diese Fragen zu verstehen. Und dass es nicht unbedingt der Ort ist, wo man Politik betreibt, sondern mir war es erstmal wichtig, die Fragen und die Konflikte
zu verstehen. Und jetzt im Public History Studiengang habe ich das Gefühl, dass es einen Schritt weitergeht, wo es auch um Themen geht, wie man handeln kann und dass es so eine quasi Handlungsanleitung ist. Allerdings wäre das quasi in einem normalen Geschichtswissenschafts-Masterstudiengang, glaube ich, nicht gewährleistet gewesen. Also Public History ist da schon sehr privilegiert. Und jetzt allgemein zu dem Thema, ist die FU noch politisch oder nicht, muss ich schon sagen, dass das Thema des gesellschaftlichen Engagements definitiv zu kurz kommt. Also ich habe generell das Gefühl, dass sich die Gesellschaft ein bisschen verändert oder verändert hat und dass es viel mehr darum geht, sich durchzusetzen oder seine persönlichen Ziele zu erreichen. Ja, und dementsprechend würde ich dem zustimmen. Ja. Herr Heinrich, als Gesine Schwan vorhin von Ihrer Vision, von Ihrer Vorstellung des politischen Auftrags der Universität gesprochen hat, da musste ich auch an eine Formulierung von Ihnen denken, die so ähnlich klingt, aber doch ja vielleicht über das, was Gesine Schwan mit einer gewissen Skepsis, Zurückhaltung auch formuliert hat, nicht die Gesellschaft als Akkusativobjekt aufklären, sondern mit der Gesellschaft aufklären, die vielleicht dazu auch in einer Spannung steht. Sie haben gesagt, die Aufgabe der Universität sei es, der Gesellschaft ein Bewusstsein ihrer selbst zu geben. Ist das immer noch ein politischer Auftrag für die Universität? Ja, natürlich. Nehmen Sie das Mikro etwas näher. Und das wäre nicht möglich, wenn nicht zu gleicher Zeit ein erotisches Verhältnis zur Universität bestünde. Und die Enterotisierung dieses Verhältnisses, ist das eigentlich, woran die Universitäten heute am meisten zu leiden haben? Wir wissen gar nicht mehr, was sie als sich selber wahrnehmen, warum ein Wort wie Universität nötig ist. Ich weiß, es sind ja lauter Fachbereiche mit ihren Fächern, manchmal kollidieren sie, manchmal überschneiden sie sich, manchmal arbeiten sie miteinander zusammen, aber die Zusammenarbeit müsste ja eigentlich im Kopf eines jeden stattfinden und nicht nur auf diesem Wege von A bis zu B zu C zu D. Und die Erotisierung des Verhältnisses zur Universität hat ja auch zu ihrer Entpolitisierung beigetragen. Die Studentenbewegung in ihrem Anfang, ich habe es oft so gesagt, war ja noch einmal eine Liebeserklärung an die Universität. Das muss man sich klar machen. Das hat nicht damit losgegangen, ist nicht damit losgegangen, dass da Scheiben eingeschlagen und Gebäude gestürmt wurden und Sachen rausgetragen und auf den Boden geschmettert. Also das Veritas Justitia Libertas hätte ewig dranbleiben können, wenn diejenigen, die befragt wurden in einer Situation der fast totalen Verdrängung in diesem Land, wenn die gefragt wurden, Antwort gegeben hätten. Sie haben keine Antwort gegeben. Frau Schäbli, Sie wollten darauf reagieren. Ja, und das, was ich mir wünsche, ist, dass wieder das Verhältnis zur Universität herstellt, dass die Formel, die Sie gebraucht haben, sinnvoll macht zu sagen, wir haben die Aufgabe, im Selbstaufklärungsprozess der Gattung, die sich selbst zu zerstören droht, der Gesellschaft ein Bewusstsein ihrer selbst zu geben. Das ist ein unendlich kompliziertes Unternehmen. Und wenn ich etwas der Universität wünschen könnte, wäre, dass sie davor nicht zurückschreckt. Frau Schäbli, wollen Sie kurz darauf reagieren? Vielleicht was, bei Ihnen. Ja, vielleicht was Positives. Ich bin ja auch Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und bin viel in der Stadt unterwegs, mit vor allem engagierten Menschen. Und ich treffe so viele Studenten aus der Freien Universität, die sich ehrenamtlich engagieren und die mit anpacken und die Gesellschaft und
mit anpacken, wenn es darum geht, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Also ich finde, das, was ich erlebt habe, das ist heute ein bisschen anders. Die jungen Leute sind politischer, sie sehen, was da draußen passiert und reagieren drauf, engagieren sich flexibel, zwar nicht in Vereinen, bei der AWO oder Paritäter oder so, aber sie sind engagiert und politisiert und viele kommen aus der Freien Uni, das ist meine Erfahrung. Ja. Ich will auch nicht nur immer hier alle Fragen selber stellen. Ich habe gedacht, vielleicht will das Podium auch mal miteinander ins Gespräch kommen, wenigstens ganz kurz. Frau Arikan, wenn Sie jetzt mal hier einem von den anderen oder einer von den anderen auf dem Podium eine Frage stellen würden, wen würden Sie am liebsten was fragen? Tun Sie es. Ich würde gerne Sie, Frau Spahn, etwas fragen wollen. Und zwar haben Sie ja zu einer Zeit studiert, in der es das gesellschaftliche Engagement zentral war. Und was würden Sie uns empfehlen, unserer Generation quasi dieses Thema wiederzubeleben? Genau. Also das gesellschaftliche Engagement war auch nicht so flächendeckend, wie man das vielleicht denken könnte, sondern das waren auch nicht immer viel, viel mehr als, sagen wir mal, so 15-20%. Und die Wahlbeteiligung selbst an der FU war auch nicht so irrsinnig, ist kein eindeutiges Zeichen, aber trotzdem. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Phase, die mich schon bedrückt hat, einer sehr starken Entpolitisierung überhaupt unserer Gesellschaft, aber dann auch der Universitäten, vorbei ist. Ich habe den Eindruck, dass die Notwendigkeit, sich um das zu kümmern, was über das private Fortkommen hinausgeht, dass diese Notwendigkeit eingesehen wird, da viele Faktoren eine Rolle gespielt. Und ich fände es wunderbar, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich Ihnen Ratschläge zu geben hätte, aber ich fände es wunderbar, wenn Sie auch in den Universitäten und wo auch immer erstens in eigener Initiative alles Mögliche unternehmen. Also nicht warten darauf, dass irgendwas anderes kommt. Und die Anlässe sind ja so zahlreich, die liegen ja alle sozusagen auf der Straße. Da kann man eigentlich eine ganze Menge machen. Es gibt aber auch noch etwas anderes. Damals 68 war es vielen Kollegen unerträglich geworden, Ihnen nicht, Herr Heinrich, aber vielen anderen, wenn Studierende, wir sprachen damals ehrlich gesagt einfach nur von Studenten, da haben wir inzwischen zugelernt, aber immerhin, wenn die irgendeinen Professor, eine Professorin gefragt haben, was ist eigentlich ihr Erkenntnisinteresse? Und das wurde also zu einem einerseits Running Gag, diese Frage, was ist ihr Erkenntnisinteresse? Aber für viele wurde es auch unerträglich schematisch, dieses blöde Erkenntnisinteresse. Heute würde ich mir wünschen, dass in einer Universität, die ich inzwischen sehr ausdifferenziert, spezialisiert und nach bestimmten Erfolgskriterien auch fast schon eingefächert wahrnehme, also allein diese Frage der Referee Journals, da kriege ich immer also Pickel, muss ich sagen, wenn ich dieses Erfolgskriterium höre, aber diese Referee Journals, wenn in einer solchen Universität, die doch sehr auf individuelle Karrierewege aus ist, und das prägt es ja auch, wenn da doch sehr viel mehr wieder die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zum Ausdruck käme. Und wenn man auch Formen von Wissenschaft organisierte, aber da ist der Präsident ja dabei, wir haben das mal in einem anderen Kontext gesprochen, Formen, in denen sehr viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Vertreterinnen aus der Gesellschaft mit ihrem Erfahrungswissen zusammenkommen, und zwar nicht mal so zu einer Podiumsdiskussion, sondern systematisch, wo dann die Frage gestellt ist, was ist eigentlich wichtig zurzeit? Denn eine Zeit lang fand ich die Wichtigkeit von Fragen, das ist immer eine Wertungsfrage, kann man nicht beweisen, aber doch sehr zweifelhaft. Und wenn das wieder näher dran ist angesichts der Herausforderungen, die wir haben, dann würde mich das freuen. Und da würde ich sagen, ein bisschen Piesacken in dieser Hinsicht wäre schon ganz gut. Ja.
Ja, unsere Zeit geht rasant zu Ende, obwohl ich das Gefühl habe, wir sind nicht am Ende eines Gesprächs, sondern hier eröffnet sich auch ein Gespräch, das wir tatsächlich in anderer Weise weiterführen sollten. Ich würde Sie noch bitten um einen ganz kurzen Schlusssatz. Wir sind schon in die Dimension der Zukunftswünsche und Ausblicke übergegangen. Einen ganz kurzen Satz. Die Freie Universität in 20 Jahren ist, und setzen Sie diesen Satz fort, in einem Satz, so dass alle hier sich auf dem Nachhauseweg noch daran erinnern können. Also wirklich ganz kurz. Frau Schäbli, mögen Sie anfangen. Die Freie Universität in 20 Jahren ist, wünsche ich mir. Die Freie Universität in 20 Jahren ist eine der besten Universitäten der Welt. Sie hat die engagiertesten Studenten der Welt und vor allem hat sie die größte Vielfalt. Herr Heinrich, haben Sie auch einen Wunsch an die Freie Universität? In 20 Jahren ist die Freie Universität noch immer nicht verdrängungsfrei. Ich wünsche ihr sehr, dass sie es in 40 Jahren annähernd schafft. Ja, Frau Arikan, wie sieht das bei Ihnen aus? Die Freie Universität ist in 20 Jahren eine Universität, in der sich viele, viele unterschiedliche Menschen entfalten können, wo wirklich Wissen wächst. Ein Ort, an dem sich viele Menschen wohlfühlen und im Endeffekt ein Ort, der zu dem besseren Miteinander auf der ganzen Welt vielleicht sogar beiträgt. Und die Freie Universität ist eine besonders offene Universität, eine besonders angstfreie Universität und eine, die diesem Begriff der Freiheit so nachspürt, wie das Hertha Müller gesagt hat, was mich, ich weiß nicht, ob Sie es auch von da genommen haben, sehr an Tocqueville erinnert hat, denn die Freiheit, wenn man sie nicht festhält, sie entflieht, ist so eine Formulierung von Tocqueville. Und das in ihrer gesamten Breite, also nicht nur die Freiheit von was und sein privates Leben zu führen, sondern die Freiheit zu etwas, diesen Gedanken immer weiter nachzugehen. Denn ich finde, ein Leben ohne Freiheit, ohne Selbstbestimmung, ohne die Möglichkeit, das aber auch verantwortlich in der Politik zu machen, ist kein wirklich gutes Leben. Ja. Liebe Podiumsgäste, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Lieber Herr Ziegler, ich hoffe, Sie haben einiges mitnotiert. Liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Applaus